Jawohl, und herzlich willkommen zu... Ja, wie soll ich sagen, Let's Play? Ich weiß nicht, ob ich eine Let's Play-Reihe mache. Ich denke mal schon, weil mir das Spiel jetzt ziemlich gut gefällt. Wir haben hier das Spiel Anno 2070, jawohl. Was gibt's so zu sagen? Für die, die Anno 2070 nicht kennen oder generell Anno nicht. Das ist eher so ein Zivilisationsspiel. Man baut seine eigene Zivilisation auf, die Bevölkerung wächst und man muss sie versorgen. Man kann Kriege führen und so weiter. Man regiert halt eben der Bevölkerung einfach gesagt. Jop. Und ich würde mal sagen, ich quassel nicht so ganz rum. Wir gehen auf die Einsatzkarte und starten ein endloses Spiel. Und weil wir solche Noobs sind, auch einfach. Konfiguration der persönlichen Missionsziele abgeschlossen. Ja. So, wir nehmen Bevölkerungsgruppe bei Spielstart. Global Trust oder Eden. Naja, wie man sieht, Initiative. So, ich glaube, so heißt's. Sind eher Eco. Also das abgekürzt heißen die auch irgendwie Ecos. Leben halt eben ökologisch, wie man sich denken kann. Und Global Trust eben weniger. Eher auf Industrie gesetzt und für unseren Satz gedingst. Ja, gedönst. Ja, wir starten natürlich mit den Eco-Leuten. Und haben schon mal einen super Ladebildschirm. Ja. Und dann fangen wir auch gleich an. Ich habe schon mal Anno angespielt, Anno 2070. Da habe ich aber in dem Endlosspiel total verkackt. Ich habe mich sowas von verschuldet. Und ich bin totaler Vollidiot. Und da mein Bruder das Spiel hat, habe ich ein bisschen gefragt. Ja, was habe ich falsch gemacht? Was kann ich verbessern? Da hat mir ein paar Tipps gegeben. Ja, und das versuche ich jetzt besser zu machen. So, wir starten natürlich hier auf unserer Insel. Das ist... Ah, das ist unsere Insel. Dieses ganze Ding. Unser eigen Kolumn. Jawohl. Am Anfang haben wir hier ein Kontor, heißt das Ding. Wie ein Lager am... Ein Hafenlager. Lager und Hafen, einfach gesagt. Ne? Inselscan läuft. Ja. Gerade Informationen zu Fruchtbarkeiten und Rohstoffverteilung. Joa. Ein neues Gebäude zum Bau, das ist klar. Ich will erstmal was erzählen, Leute, hier. So, hier links oben, ganz links oben. Unser Vermögen, wie viel wir haben, wohl logisch gedacht. Und die Bilanz sagt an, wie viel Geld wir einnehmen bzw. ausnehmen. Man sieht hier Steuereinnahmen. Und Gebäudeunterhalt, Militärunterhalt, Fahrzeugunterhalt, das sieht alles Geld und es wird halt eben ausgerechnet am Ende, ob ich nun Plus oder Minus habe. Momentan liege ich im Minus. Und ich würde sagen, wir trödeln nicht lange rum und da wir hier keine einzige Stadt haben, bauen wir zuerst hier so schön, damit wir schön viel Bauplatz haben. Raumrand, na, so, plopp. Unser Stadtzentrum direkt. Ja, nicht ins Wasser. Unser Stadtzentrum ist das. Sieht ein bisschen öde aus. Von daher müssen wir. Ja, Ruhe. Wir müssen uns hier erstmal ein paar Wege und natürlich, was in der Stadt gehört. Gebäude. Ja. Ich überlege gerade, wie habe ich das nochmal das eine Mal gemacht? Da habe ich das so gemacht, jawohl. Baumöglichkeiten erweitert. Das ist cool. Kommandoschiff fertiggestellt. Kommandoschiff ist... Initiiere. Ja, Ruhe. Kommandoschiff auch was Schickes. Kann ich den gleich auf eine Erforschungstour schicken. So, die Häuser, die muss ich alle mit dem Stadtzentrum, mit Wegen hier verbinden. Damit die... Bevölkerung Dingens... Keine Ahnung. Wir sind wirklich zu beneiden. Ah, wie heißt es? Gemeinschaft, damit die da aufrechterhalten bleibt. Genau, so heißt es. Ja, und die Häuser, die kosten natürlich auch was. Und zwar Bauzellen. Die sieht man auch... Na, ich mach das mal weg. Da links oben.
sieht man die wichtigsten Sachen aufgelistet, Bauzellen und die Ökobilanz gleich daneben, wie die Ökobilanz halt eben ist. Oh. Mein Energieverbrauch und Werkzeuge, Bauzellen. Die braucht man, um Gebäude und so weiter zu bauen. So, damit zuerst... Wir haben das Beste aus unserer Situation gemacht. Mhm. Dank dir. Jawohl. Fisch essen die, sieht man hier. Sehr gut erfüllt, die Bedingungen. Aber da unsere Bevölkerung bald wächst und die auch arbeiten gehen sollen, bauen wir hier eine Fischerei hin. Plopp, da haben wir unsere kleine Fischerei. Ein Fischerboot, da gibt's, haben wir auch genug Fisch. Und da der auch und da er genau neben meinem Konto ist, ging man... Heute ist nicht so mit reden. Der genau an meinem Konto ist, kann er auch gleich die Fische da reinladen. Mhm. Ich habe ja davon nicht unendlich. Was? So, was können wir noch bauen? So, Bauzellenfabrik. Was wir brauchen, damit wir Bauzellen herstellen können. Bewirtschaftet 2 Basalt, Baustein. Produziert Granulat. Ja, wir brauchen Granulat. Basaltgewinnung. Basaltgewinnung hier. Das bauen wir irgendwo hin, wo Ruhe ist. Das bauen wir hier hin. Aber man sieht, können wir nicht hinbauen. Nicht im Baubereich. Deswegen stellen wir hier ein Lager hin. Damit wir hier bauen können. Dann bauen wir hier zur Basaltgewinnung. Das Ding hin. So muss es gehen. Klicken drauf. Einmal hier und da können wir, sehen wir unsere kleinen Dinger, die schon Basalt gewinnen. Was wir jetzt als nächstes brauchen, ist natürlich ein Weg, der hier zum Lager verbindet. Und ja, ich weiß nicht, ob wir noch einen brauchen. Egal, wenn wir noch mehr Bauzellen brauchen und so, dann ja, baue ich einfach mehr, weil bei meinem ersten Spiel, da habe ich einfach viel zu viel hingesetzt, also viel zu viel gebaut von der Industrie. Beispielsweise, ja, ich brauche jetzt Basalt und da habe ich gleich 5 Stück hingebaut, 5 Basaltgewinnungsanlagen. Und die haben mich so viel Unterhalt gekostet, das war dann zu viel. Und dann bin ich pleite gegangen, beziehungsweise kurz vorm Pleite gehen, hatte ich keinen Bock mehr. Und da ich dann eh neu anfangen wollte, nehme ich doch da gleich lieber auf, Leute. Ja, Teeplantage können wir jetzt als nächstes bauen, aber wir sind noch nicht mal mit der Basaltgewinnung. Nicht mal mit den Bauzellen. Also Schmelzwerk für die Bauzellen sind wir noch nicht mal fertig. Bauen wir eins hin. Der ist, glaube ich, schon verbunden. Ich mag halt eben gern Sachen hier mit Wegen zu verbinden. Deswegen mache ich trotzdem einen Weg hin. Sieht auch immer ganz schick aus. Und da haben wir schon mal eine reibungslose Arbeit. Basaltgewinnung. Ein Warendepot. Und hier auch gleich ein Schmelzwerk. So, was ich noch erzählen möchte ist... Komm ich überhaupt noch? Was? Der ist verbunden mit einem Weg, oder? Ja, weil da kommt gerade ein Transportwagen. Und jetzt lädt er es gleich auf. Basalt. Sollte. Ja, das sind wir's. Jawohl, da fährt er damit zum Lager. Kann ich mal draufklicken. Da, Granulat. Zack, da waren schon 3 reingekommen und sofort wieder raus. Weil die hier sofort wieder rausgenommen werden. Komm, jetzt Schmelzwerk. Sehen wir, da sind die 3 drinne und die werden jetzt zu Bauzellen verarbeitet. Genau, und das war's auch im Grunde. Ach ja, und auf der ganzen Insel brauche ich, also ich brauche nicht zum Beispiel
Hier wird ja das Granulat reingepackt in das Lager. Und das muss ja nicht von dem Lager bis zu dem Schmelzwerk rüber einen Weg gezogen werden, sondern alle Lager sind schon miteinander verbunden, sag ich mal. Wenn was hier im Lager ist, ist es automatisch da und kann da rausgenommen werden. Und damit es gleich zum Schmelzwerk kommt und verarbeitet werden kann. Ziemlich praktisch, aber von Insel auf Insel geht das nicht. So, was wir als erstes jetzt machen, was ich noch nicht erzählt habe. Das ist meine Arche. So heißt das Ding. Das ist meine Arche, mein Wie kann ich eine helfen? Base. Da hol ich erstmal mein Kommandoschiff. Ja, kaufe ich mir. Aber nicht drum viel drum rum, da kommt's. Ja, und das ist halt eben meine Base, da kann ich Sachen mir liefern lassen. Falls mir halt eben Sachen fehlen. So, mein Kommandoschiff ist jetzt da, Tarkus. Mein Archiv enthält Datensätze, die in diesem Zusammenhang wichtig sein könnten. Erkunden Sie die Region mit Hilfe Ihres Schiffes nach bewohnbaren Inseln. Ja, das hatte ich eh gerade vor. Deswegen klicke ich hier wild auf der Karte mal rum und halte Shift gedrückt, damit der automatisch von Punkt zu Punkt fährt. So, dann haben wir das erledigt, brauchen nicht mehr rumzuklicken. Neue Insel geortet. Ja, na gucken wir mal. Sie verbessern sich selbst, so wie ich. Ja, du KI. So, wir haben ein paar wenig Einwohner, deswegen bauen wir mal ein paar Häuschen. Ich überlege gerade. Registriere Festland. Ziehen wir einmal so komplett lang. Na, da fehlen mir noch ein paar Bauzellen. Eine Bauzelle fehlt mir noch. Warten wir noch schnell ab. Das ist doch Sklaventreiberei. Genau. Vor allem, weil ihr kaum noch arbeitet. Schnuckis. Oh, eine Bauzelle brauche ich. Na, kommt die noch? Ich will weg hier. Ah Gott, da war die gerade. Ist ja gerade gekommen, die Bauzelle. Zack. Ein Eco-Haus noch hin. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Nein, ich habe es mir nicht anders vorgestellt. So, brauchen wir erstmal die Wege, damit die alle schön verboten sind und nicht sich aufregen. Hier in der Mitte. Zu. Tilda Jorgensen, willkommen in der Kooperative. Willst du hier auch einen Neuanfang starten? Ah, die scheint wohl auf der Insel hier zu sein, naja. Ah, guck mal, da ist sie. Auf der Insel. Sieht ganz cool aus. Sowas kann man auch bauen mit den Hafenmauern, aber das kommt erst später. Ja, aber es geht um unsere Insel, von daher machen wir hier mal weiter. So, jetzt haben wir nicht genug Bauzellen gewinnen. Von daher lokalisiere Insel. Ignorieren wir die Insel.